to get it all with nobody else but me. But nobody else but me. I get a little bit Genghis Khan. Don't want you to get it all with nobody else but me. But nobody else but me. Video von mir. Es ist wieder mal ein Haul. Okay, aber es wird der letzte jetzt sein, nachdem so viele Hauls kamen, denn ich habe kein Geld mehr und bin broke, weil ich meinen einen neuen Laptop kaufen musste. Dieser Haul ist ein Sportswear-Haul und da ich in letzter Zeit immer häufiger Sport mache und da braucht man natürlich auch gescheite Sportsachen, war ich shoppen und das wollte ich euch zeigen. Und falls ihr irgendwelche Geräusche vernehmt, dort hinten sitzt der Elias und ja. Fangen wir mit Nike an. Und zwar habe ich zwei kurze Sporthosen gekauft. Und da habe ich einmal die Nike Pros, also die Dryfit, die kurze Version. Es gibt ja auch noch längere, soweit ich weiß, was ich so vernommen habe. Die ist auch super zum Laufen. Also ich trage die eigentlich zu allem. Und dann habe ich hier noch die, was ist das denn? Aha, auch eine Nike Dryfit Hose. Eine Pro, glaube ich. Die hat eben so, also das Nike-Zeichen und hier so Punkte, die dich reflektieren sollen. Die ist ziemlich hochgehend, hat oben einen dicken Bund und hinten einen Zipverschluss. Also wenn ihr laufen gehen wollt, könnt ihr da euren Schlüssel und Geld und sowas reingeben. Also ist, glaube ich, in erster Linie zum Laufen gedacht. Ja, da steht auch Nike Running. Gut. Aber ich trage die trotzdem zu allen verschiedenen Sportarten. Und dann habe ich von Nike ein Sport-BH gekauft und zwar ist das einer mit wirklichen Cups. Beim Sport ist es einfach so, da ist es wichtig, dass ihr einen BH tragt, einen, der euch gut supportet, weil es einfach unangenehm ist, wenn was rausfällt und es tut weh und es ist einfach ungut, ja? Es ist ungut. Oh, der ist schon ein bisschen dreckig. Wie heißt denn der? Keine Ahnung. Ist auch aus der Dryfit-Kollektion. Das hat EU-Cup Size 80C. Der hält echt gut. Das ist wirklich einer der ersten Sport-BHs, wo ich sage, die Babys sind gut geschützt. Aber grundsätzlich sind Sportsachen bei Nike sehr teuer, aber mir ist es das wert und die halten auch ziemlich lang. Also war das, denke ich, ein guter Fund, ein guter Kauf. Dann war ich letztens auf der Suche nach Sporttops und was habe ich gekauft? Noch ein Sport-BH. Der ist von H&M und das ist gerade eine besondere Kollektion, die extra mit irgendwelchen Sportlern entwickelt wurde. Ich weiß es nicht, aber die Farbe ist so schön. Das ist so ein schönes blasses Rosa. Der hat hinten Mesh und vorne so einen Mesh-Einsatz. Der hat auch noch so Pads drinnen. Ich weiß nicht, ob ich die rausgeben werde, weil man sieht die Pads durch. Ist jetzt nicht so cool. Und hinten so total raffiniert. Dieses Überkreuzte, seht ihr das? Ja, da steht's. For Every Victory Collection. Und ich habe den in der Größe M genommen, weil der irgendwie ziemlich groß aussieht. Schuhe, steinigt mich. Ich weiß jetzt nicht genau. Steinigt mich. Ich bin bereit. Ich weiß nicht genau, ob das zu Sport zählt, ob ich die jemals zum Sport tragen werde, aber es sind Sneaker. Und ich weiß auch nicht, ob man damit Sport machen kann oder ob sie zu gut dafür sind. Und zwar sind es diese hier. Das sind die Nike MDR R1. Das ist die Frauen, also die Frauenkollektion. Es gibt da auch noch eine zweite Farbe, die ist so peachig, dunkelrosa. Aber die beigen Schuhe sind einfach so schön, weil die kann man zu allem kombinieren. Mir gefallen echt selten neue Sneaker, aber die haben es mir angetan. Die waren verschissen teuer. Aber irgendwie ist es mir nicht aus dem Kopf gegangen und ich werde mir definitiv keine neuen Schuhe kaufen in nächster Zeit, hoffe ich, denke ich. Und ich glaube, dass sie es wert waren. Die gibt es nur in, also die sind viel größer, kleiner geschnitten, als die eigentlichen Größen sind. Deswegen hat mir der Verkäufer noch so Einlagen angedreht und mit denen passen sie mir perfekt, weil die sind einfach von der Breite her, also nicht von der Länge her passt. Das ist eine, was ist das? 39 1/3 und ich habe eigentlich so 38,5 und von der Breite her, ich habe anscheinend einen eher schmaleren Fuß oder das ist einfach ein breiterer Schuh, keine Ahnung, mit der Einlage passt es dann perfekt. Also wenn die zu breit sind, dann fragt es nach Einlagen. Und wie ich gesagt habe, war ich auf der Suche nach Sport-Shirts
Und ich bin einfach zu dem Entschluss gekommen, Michelle, du kaufst nur schwarz und weiß, weil du nicht möchtest, dass man überall so richtig arg die Schweißflecken sieht. Und dann habe ich so nur normale Tops aus dünnem Stoff gekauft, so Basics, einfach von Forever 21. Und die hatten dein Angebot, 3 Tops für 4 Euro. Und dann habe ich gleich von jeder Farbe 3 mitgenommen. Also ein schwarzes mit dickeren Trägern, dasselbe noch einmal. Ein weißes mit dünnen Trägern, dasselbe noch einmal. Dann dasselbe noch einmal in schwarz. Und ein einfach größeres, ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt zum Sport anziehe, vielleicht, vielleicht auch nicht, einfach so ein slouchiges T-Shirt in der Größe L, auch in weiß. Das war meine Ausbeute der Sportsachen, mein bis jetzt letzter Haul. Ich fühle mich echt, ich schäme mich für diesen Konsumverhalten. Wirklich. Das war's mit dem Video. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt vielleicht ein paar coole Sachen gefunden. Und wenn ihr mich noch nicht gekannt habt, würde ich mich sehr über ein Abo von euch freuen und einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Folgt mir gerne auf Instagram und Snapchat. Die Namen blende ich euch hier ein. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Ciao! Ciao!